Hallo meine Lieben, in diesem Video erkläre ich den Nähbegriff Nahtzugabe. Also, die Nahtzugabe ist der Abstand zwischen einer Schnittkante und einer Naht. Also, wofür brauchen wir jetzt die Nahtzugabe? Die Nahtzugabe brauchen wir, wenn du die Stoffteile aufeinander gelegt hast und die vernäht hast, dann ist deine Naht ja dann genau hier an dieser Stelle. Das heißt, dieses Stückchen hier ist übrig und das dient dafür, dass du den Stoff später versäubern kannst, sodass er am Ende nicht ausfranst. Also meine Nahtzugabe hier ist jetzt 1 cm, das kann aber je nachdem variieren. Es gibt auch Schnittmuster, wo du 0,7 mm hinzufügen musst oder auch manchmal 1,5 cm. Aber da musst du genau in deiner Schnittmusteranleitung nachlesen, wie viel Zentimeter Nahtzugabe du hinzufügen musst. Was auch noch vielleicht interessant sein könnte für dich, und zwar manche Schnittmusterteile enthalten schon die Nahtzugabe. Das heißt also, du musst dir nicht nochmal alles drumherum die Nahtzugabe hinzufügen, die ist schon im Schnittmuster enthalten. Also kannst du direkt an deinem Schnittmusterteil entlang ausschneiden und auch zusammennähen. So, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Falls du weitere Nählexikon-Videos anschauen möchtest, dann schau einfach unter www.dots-designs.de/lexikon. Ich freue mich und bis zum nächsten Mal. Deine Jana.